Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der Spitzenkandidat der SPÖ für die EU-Wahl und Fraktionsvorsitzende der SPÖ-Delegation in Brüssel, Andreas Schieder. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Schieder, ich würde gleich ganz aktuell beginnen. Der Bundeskanzler hat heute eine Rede gehalten. Einer der zentralen Inhalte dort war das Thema Migration mit teilweise sehr harten Ansagen. Unter anderem soll Flüchtlingen oder Asylbewerbern in Österreich das Bargeld gestrichen werden. Also sollen nur noch Sachleistungen geben, Sozialleistungen erst nach 5 Jahren. Was sagen Sie zu diesen Forderungen des Bundeskanzlers? Es ist der klassische Versuch, so das zu sagen, was Kickl auch sagt, aber halt nicht Kickl zu sein. Und dass dieser Rechtsruck der ÖVP zeigt einfach nur, dass Blau-Schwarz eine Option ist, die diesem Land in Zukunft droht. Und davor kann ich nur warnen. Weniger wegen jetzt einzelnen Politikfällen, sondern weil in Summe, das heißt, dass wieder ein Stück weit das, was die Österreicher liebgewonnen haben, nämlich soziale Sicherheit, funktionierende Systeme, wieder ein Stück weit kaputt gemacht werden würden. Mhm. Noch ganz kurz in Österreich bleiben. Jetzt ist diese Rede, sagen viele Beobachter, ein bisschen noch ein Auftakt für den Wahlkampf. Und da wird jetzt bereits gemunkelt, dass die Nationalratswahl ins Frühjahr vorverlegt werden könnte und eventuell mit der EU-Wahl zusammengelegt wird, nämlich auf den 9. Juni. Was halten Sie von dieser Idee? Wären Sie dafür? Ich kenne die Gerüchte schon lange und das ist so ein bisschen die Flucht nach vorne. Nämlich, dass da jetzt immer wieder darüber geredet wird, man soll es einmal entscheiden. Hm. Und vielleicht könnte diese Regierung aus Grün und Schwarz, die ja offensichtlich in wesentlichen Gesetzen, die für unsere Zukunft wichtig wären, in zum Beispiel Umsetzungen von europäischen Richtlinien, die schon vor einem Jahr hätten passieren sollen, noch immer nicht passiert ist, dass diese Regierung eigentlich nicht mehr arbeitsfähig ist. Und so gesehen, wenn sie sich wenigstens auf eines einigen könnten, nämlich einmal zu entscheiden, wann jetzt die Nationalratswahl wäre, dann wäre das wenigstens eine gute Sache. Dass irgendjemand glaubt, dass diese Regierung noch was arbeitet, den habe ich noch nicht getroffen. Das heißt, von dem her kann man es auch vorverlegen oder nicht. Ich habe es nicht zu entscheiden und daher ist es auch mir wurscht. Meine Auseinandersetzung ist die Europawahl und dafür muss ich mich einsetzen, nämlich dass Europa als starker sozialer Zusammenhalt erhalten bleibt. Mhm. Egal, ob jetzt der Karl Nehammer daneben auch wählen lässt oder nicht. Aber es würde Sie nicht stören, wenn das an einem Wahltag stattfindet? Also die EU-Wahl würde dadurch nicht geschwächt? Mich stört. Also ich bin über das alles hinaus, dass ich mich über irgendwas ärgere oder nicht. Ja. Ich weiß, dass Innenpolitik oft so ist in Österreich. Das Traurige ist nur, dass eigentlich seit November wird immer wieder auf der Gerüchteebene so versucht auszuprobieren, ob man die Wahlen vorverlegen sollte oder nicht. Und das heißt, diese Regierung bringt nichts mehr weiter. Und wenn du nichts mehr weiterbringst, dann ist Zeit, dass du zum Wähler gehst. Und das ist nicht einmal des Schaffens, wenn man so will. Sie streiten nur, aber eine Scheidung schaffen sie auch nicht. Das ist eine traurige Bilanz. Und dann schließen wir die Innenpolitik schon ab. Aber Sie haben den Herbert Kickl jetzt selber auch mehrfach genannt, die FPÖ führt in allen Umfragen derzeit. Was würde denn ein Kanzler Kickl für Österreich Ihrer Meinung nach bedeuten, auch für unseren Ruf in der Europäischen Union? Das würde eine Isolation Österreichs bedeuten, weil nicht einmal die Frau Meloni will mit Kickl zusammenarbeiten. Das heißt, es wäre eine totale Isolierung, es wäre schlecht für ein kleines Land wie Österreich. Ich mache mir aber mehr Sorgen auch um Österreich in dem Zusammenhang, weil wir erinnern uns nur, was Schwarz-Blau so in Summe heißt. Ja, die berühmte Krankenkassenreform, wovon außer Schulden nichts übergeblieben ist und ein schlechteres Gesundheitssystem. Die Leute ärgern sich, dass oft Medikamente nicht mehr erhältlich sind in den Apotheken, ja, dass man mehrfach Rezeptgebühr zahlen muss inzwischen, anstatt einmal, wie man es früher bei einem Rezept machen konnte. Das heißt, das sind Dinge in Bewegung, wo Österreich schlechter geworden ist und vieles davon ist ein Erbe, wo auch der Herr Kickl mit in der Regierung gesessen ist mit dem Herrn Nehammer. Und egal jetzt, wenn die bei der Regierung dabei sind, dann steigt das Zerschlagen von funktionierenden Systemen und was auch steigt, das haben wir ja auch gesehen, ist die Notwendigkeit, nachher wieder Untersuchungsausschüsse zu machen, weil
meistens auch die Korruption ansteigt. Kommen wir zur EU-Wahl. Die rechten Parteien forcieren natürlich sehr stark das Thema Migration bei der EU-Wahl. Welche Themen werden denn Ihrer Meinung nach diese Wahl am 9. Juni entscheiden? Also für mich ist entscheidend, erst einmal, wir müssen Europa erhalten und verteidigen gegen diesen rechten Anmarsch, weil quasi wir brauchen ein funktionierendes Europa. Wir brauchen aber ein Europa, das besser funktioniert, sozialer, gerechter ist. Wir reden viel vom Green Deal. Was wir brauchen, ist einen roten Deal, nämlich ein europäisches soziales Sicherungssystem, damit auch das, was viele auch spüren, nämlich dass die soziale Sicherheit schwächer wird in unserem Land, dass wir dem einen Riegel vorschlagen als Europäische Union, damit sicher ist, dass da soziale Gerechtigkeit gibt. Das sind die zwei großen Themen, mehr Demokratie, die europäische Demokratie bewahren und die soziale Gerechtigkeit massiv stärken. Befürchten Sie einen Rechtsrutsch bei den Wahlen? Ja, es gibt große Anzeichen, dass der droht. In Deutschland gibt es quasi diese Umfragen. Es gibt die italienische Regierung, es gibt die slowakische Regierung, es gibt die ungarische Regierung. Und ehrlich gesagt, niemand will, dass die Europäische Union vom Herrn Orban gestaltet wird oder vom Herrn Kickl. Und daher müssen wir schauen, dass wir Europa erhalten für das, was wir es brauchen, nämlich als Werkzeug, um bessere Lösungen für die Menschen in vielen Fragen zu schaffen, nämlich dort, wo das einzelne Land allein keine Lösung mehr zusammenbringt. Ja? Da gehört auch die Migration dazu. Wir brauchen für einen pragmatischen Umgang mit Migrationsthemen einfach eine Gemeinsamkeit in Europa. Und das ist ganz, ganz dringend notwendig. Aber wie soll denn eine europäische Migrationspolitik Ihrer Meinung nach? Erstens gemeinsam als Europäische Union, wo alle mitmachen, egal ob es ihnen jetzt super gefällt oder nicht. Weil wir wissen, nur gemeinsam ist schon besser als jeder gegeneinander, was wir zurzeit erleben. Das heißt, geregelte Verfahren, die schnell eine Entscheidung sicherstellen, wer kann Asyl bekommen und wer kann nicht Asyl bekommen. Wir brauchen eine Antwort auf die Migrationsfrage, Arbeitsmigration und so weiter. Da werden wir auch legale Kanäle brauchen. Wir brauchen Rückführungsabkommen. Ja, die wird kein österreichischer Politiker alleine verhandeln können. Da brauchen wir europäischen Druck und wir brauchen auch eine Hoffnungsperspektive für die Länder, wo die Menschen herkommen. Das heißt, auch da müssen wir besser werden. Das sind jetzt einmal so ein paar Eckpunkte, da wo noch viel Detailarbeit zu machen ist. Aber der wichtigste Schritt ist einmal, dass aufhört so gegeneinander. Wir kennen das Beispiel, der Herr Orban quasi sagt, er ist für einen harten Kurs, schickt daher alle weiter nach Österreich. Das ist ein Umgang miteinander, der nützt uns nichts. Wir brauchen eine gemeinsame Migrationspolitik, die gemeinsame Ordnung ins System bringt und gleichzeitig natürlich die europäischen Menschenrechte berücksichtigt. Sind Sie dafür, dass Asylverfahren auch außerhalb der EU dann umgesetzt werden? Da gibt es ja den Vorschlag, Großbritannien ist jetzt nicht Teil der Europäischen Union, aber die machen das ja oder wollen es machen, das Gericht hat es aufgehoben dort, das Oberste, dass in Afrika dann beispielsweise Asylverfahren abgehandelt werden. Ich bin auch für Asylverfahren außerhalb der europäischen Grenzen, wenn man so will, weil es keinen Sinn hat, alle Menschen, quasi, die Asyl brauchen, auch anzulocken, sondern es muss auch Möglichkeiten geben, legal Asyl zu beantragen in anderen Regionen. Ja? Was aber nicht geht, ist, dass man, so wie das die britische Regierung versucht hat, quasi das System nach Afrika auszulagern und zu hoffen, dass dann überhaupt kein Boden mehr in Großbritannien anlegt. Das wird auch nicht gelingen. Aber es wird eine Vielzahl an Maßnahmenbündeln auch brauchen, wie man gemeinsam diesen Fragen begegnen kann. Das Stichwort, das da immer wieder fällt, ist der Außengrenzschutz. Ich glaube, das wird mittlerweile seit Jahrzehnten wird darüber gesprochen. Aber wie soll man denn diese Außengrenzen wirklich sinnvoll schützen? Ja, auch durch gemeinsames europäisches Vorgehen. Weil es kann ja nicht so sein, dass sich die Länder, die keine Außengrenze denken, ja super, bin im Leo, brauche ich nichts tun. Und man die Außengrenzen haben, vielleicht an Meergrenzen, dann mit den Problematiken allein lassen. Ich glaube, dass wir ein europäisches System brauchen, Frontex, dass man neu organisieren muss, dass genau das auch sehr sinnvoll geleistet werden kann. Wir müssen das Schengen-System auch dahingehend erweitern. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass Bulgarien und Rumänien in das Schengen-System kommen. Dann kann man das gemeinsam mit denen Also vom Schengen-Veto halten Sie nichts? Nein, das war eine blöde Idee. Das war ein Knieschuss, weil ehrlich gesagt die einzigen, die darunter gelitten haben, waren die österreichischen Firmen in diesen Ländern. Kommen wir noch zum Thema Teuerung. Ist das bestimmende Thema derzeit? Was kann denn die EU Ihrer Meinung nach gegen die Teuerung tun? Ich finde, wenn ich das vielleicht ganz klar sagen darf, Österreich ist hier wirklich trauriger Rekordhalter. Wir haben doppelt so hohe Inflation als der Durchschnitt der europäischen Länder. Ich meine, da sieht man, wir hinten nach. Und zwar, warum? Weil die Regierung zuerst nichts getan hat und dann das Falsche getan hat. Während andere Länder in der Europäischen Union gesagt haben, der Gaspreis steigt
und wir müssen verhindern, dass dieser gestiegene Gaspreis sich auf den Strompreis auswirkt und über den Strompreis, wenn man so will, in die Alltagsprodukte hineinfrisst. Spanien, Portugal, andere Länder haben das geschafft. Die haben eine wesentlich niedrigere Inflationsrate. Die haben 3% Inflation. Die sind dort wieder am Ziel, wo wir alle hinwollen. Österreich hat einmal zuerst nichts getan und jetzt versucht man noch so einen Teuerungsausgleich hinten nachzuschütten. Das ist eine wirklich dumme Idee gewesen. Es wäre gescheiter gewesen, das ganze Geld für den Teuerungsausgleich am Anfang gleich einzusetzen. Wer schnell hilft, hilft nicht nur doppelt, sondern ist der einzige Weg zu helfen. Und da zeigt sich auch wiederum, dass europäisches Vorgehen, sich eigentlich dort zu orientieren, wo die Besten in Europa sind, das wäre mein Ratschlag auch an die österreichische Bundesregierung. Mhm. Und welche Rolle kann die Europäische Union da spielen? Oder sagen Sie, das müssen die Nationalstaaten lösen? Die größte Rolle sind die Nationalstaaten. Natürlich gibt es eine Rolle der Europäischen Zentralbank. Es gibt die Frage des gemeinsamen Energieeinkaufs. Wir müssen in der Energiepolitik generell einen Schritt weiterkommen. Wir haben jetzt auch auf unsere sozialdemokratische Initiative in Europa auch das Gasmarktdesign, Energiemarktdesign geändert, sodass eben diese Spitzen, wenn es so Spitzen gibt, das nicht auf den Bürgern, den Konsumenten abgewälzt wird, sondern die Stromgroßproduzenten gemeinsam mit den Mitgliedstaaten zu lösen haben und der Europäischen Union. Das sind, glaube ich, ganz wichtige begleitende Maßnahmen. Aber hätte die Bundesregierung die Inflationspolitik nicht verschlafen, hätten wir in Österreich ein besseres Leben. Dass in Österreich der Wocheneinkauf übers Jahr gerechnet 1.000 Euro mehr kostet als in Deutschland in Freilassing, ist einfach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema, zum Krieg in der Ukraine, wo natürlich auch immer wieder die Frage aufkommt, welche Rolle soll die Europäische Union in diesem Krieg spielen? Wie sehen Sie das? Ich habe hier eine klare Sache. Der Angriffskrieg Russland auf die Ukraine ist völkerrechtswidrig, ist brutal. Erst letztens war ein großer Bericht, wie viele hunderte Kinder verschleppt worden sind. Das heißt, da müssen wir entgegentreten und die Ukraine auch vollkommen unterstützen. Jeder in seinem Rahmen. Österreich ist ein neutrales Land, sollen wir auch bleiben. Und ich halte die Neutralität für sehr wichtig. Das heißt, wir werden keine Waffen liefern und dergleichen. Aber politische Unterstützung, politische Solidarität muss es geben. Deswegen bin ich aber nicht der Meinung, dass ein Ukraine-Beitritt zur Europäischen Union quasi schon morgen vor der Tür stehen sollte. Denn ich denke, mein Beitritt basiert auf ganz anderen Faktoren, nämlich wirtschaftlicher Bereitschaft, Reformen, Stärkung der Sozialpartnerschaft, Bekämpfung des Oligarchentums, Bekämpfung der Korruption und alle diese Fragen. Und da hat die Ukraine noch sehr, sehr viel zu erledigen. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass die Frau von der Leyen ein bisschen sensibler vorgegangen wäre. Das heißt, das war Ihrer Meinung nach ein Fehler, dass man der Ukraine das jetzt hier schon relativ... Ich glaube, die Frau von der Leyen hat einen großen Blödsinn gemacht, denn die ist da hingefahren, hat den Ukrainern versprochen, es ist möglichst schnell. Die werden enttäuscht sein. Und die Leute in der Europäischen Union sagen, hallo, aber es gibt Kriterien, an die man sich halten muss, an die sich auch die Länder des Balkans halten müssen, die schon viel länger verhandeln und Reformen auch versuchen durchzuführen. Im Zusammenhang mit der Ukraine gibt es natürlich auch immer wieder Kritik, insbesondere auch hier von rechten Parteien, an den Sanktionen gegen Russland. Waren diese Sanktionen im Nachhinein richtig in dieser Form oder ist es so, dass wir uns da teilweise vielleicht sogar ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten haben? Nein, ich glaube, dass diese Sanktionen auch stark wirken. Ich wäre jetzt für die nächsten Schritte auch eingefallene russische Assets herzunehmen, um Reparationskosten und dergleichen zu bedienen. Ich habe auch lange dafür gekämpft, dass Diamanten einbezogen werden auf diese Sanktionsliste. Das ist am Schluss auch gelungen. Ich höre eigentlich immer nur von wenigen, dass für die, die sagen, die Sanktionen hätten große Nachteile gehabt, sind eigentlich die, die dann irgendwie finden, der Herr Putin hat eh mit allem recht. Und das teile ich nicht, denn ich will in einer Gesellschaft leben, die von Freiheit geprägt ist. Aber das heißt, die EU soll immer noch auch an den bestehenden Sanktionen festhalten? Ja. Oder sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, in gewissen Bereichen noch sogar ausdehnen? Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, sehen Sie irgendeine friedliche Lösung in diesem Krieg am Horizont und wenn ja, wie kann die aussehen? Zurzeit sehe ich leider keine und daher ist es auch schwierig, ein Szenario zu entwerfen, aber ich gebe da allen recht, die auch sagen, am Schluss wird es eine Verhandlungslösung brauchen.
Denn Kriege haben nie stabile Situationen geschaffen. Es braucht Verhandlungssituationen, da werden sich auch alle wieder an einen Verhandlungstisch setzen müssen. Ich verstehe aber die Ukrainer, die sagen, solange die Russen uns bombardieren, werden wir uns nicht mit ihnen an einen Verhandlungstisch setzen. Und außerdem sehe ich gerade keine Bereitschaft, auch von Putin, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen. Aber man wird am Schluss einfach darauf verhandeln müssen, wie die Situation ausschaut. Das Ziel der Ukraine ist quasi die maximale Souveränität über sein Territorium wiederherzustellen. Das ist ein nicht nur berechtigtes Ziel, es ist ein völkerrechtlich verankertes Ziel. Das ist auch das, was in den Vereinten Nationen anerkannt ist. Aber wie es dann ausschaut, gibt es viele Fragen zu klären. Kriegsgefangene, die Rückkehr der Kinder, die Aufarbeitung der Gräuelmassaker und, den Wiederaufbau. Und natürlich, ehrlich gesagt, ich finde, es gibt einfach keine Alternative zu Frieden. Und der erste Schritt in den Frieden ist, dass einmal quasi aufgehört wird zu kämpfen. Mhm. Zum Schluss noch, gibt natürlich viele Menschen, die sagen, warum soll ich überhaupt zur EU-Wahl gehen? Die österreichischen Abgeordneten, die haben da sowieso nichts mitzureden und die Entscheidungen werden ganz woanders getroffen. Warum soll man denn wählen am 9. Juni? Erst einmal, die österreichischen Abgeordneten haben sehr viel mitzureden und es ist die Chance, die einzige Chance in der Europäischen Union, sich direkt ein Gehör zu verschaffen, ist die österreichischen Abgeordneten direkt zu wählen. Und 20 österreichische Abgeordnete wird es geben. Und damit zu stimmen, wofür, wo man will, dass Europa sich hinentwickelt, das ist eine einmalige Chance, quasi, die man auch wahrnehmen sollte in der Demokratie. Und wer will, dass Europa sozial gerechter werden muss, wer will, dass Europa da nachschärft in dieser sozialen Gerechtigkeit, der muss am 9. Juni hingehen zur Europawahl und auch das Kreuzl bei der SPÖ und Andreas Schieder machen. Und ganz zum Schluss noch, was im Zuge von EU-Wahlen immer wieder diskutiert wird, ist das Einstimmigkeitsprinzip, dass kleine Länder wie Österreich eine Vetomöglichkeit haben. Soll das Ihrer Meinung nach bleiben? Das muss man ganz genau diskutieren, wo und wo nicht. Ich finde zum Beispiel, in der Steuerpolitik brauchen wir endlich eine Europäische Union, die Steuerschlupflöcher schließt. Und das auch quasi gegen den Widerstand. Ich will auch nicht, dass der Herr Orban quasi mit seinem Veto die gesamte EU-Politik bestimmt. Das heißt, mein Weg ist ein Europa, wo das Parlament, das Europäische Parlament, mehr zu entscheiden hat als die Staats- und Regierungschefs. Das ist das, worauf ich arbeite. Und das Parlamente entscheiden am Schluss natürlich mit Mehrheit. Aber das heißt, im Endeffekt sagen Sie, es soll gewisse Bereiche geben, wo es dann auch keine Einstimmigkeitsprinzip gibt. Ich glaube, es gibt eine Sache, die ist sehr heikel aus österreichischer Sicht. Das ist die grundsätzliche Außen- und Verteidigungspolitik, wo unsere Neutralität betroffen ist. Hier haben wir in unserem Beitrittsvertrag auch die Garantie, dass Österreich hier quasi diese Neutralitätssituation geschützt hat. Wir sind auch nicht das einzige neutrale Land. Es gibt auch andere Länder, die diese Situation haben. Aber sonst bin ich in grundsätzlichen Fragen eigentlich dafür, dass Europa schneller und stärker und politischer entscheiden kann. Soll es denn auch eine gemeinsame EU-Armee Ihrer Meinung nach geben? Ich glaube, diese Diskussion wird gerade unter den NATO-Staaten geführt, weil sie natürlich einerseits sehen, wenn der Trump gewinnt in den USA, dann wird es schwierig. Und weil sie andererseits sehen, dass es jetzt schon mit dem Herrn Erdogan in der NATO ganz, ganz schwierig ist. Und Österreich ist ein neutrales Land. Eine EU-Armee ist etwas, wo wir nicht dazu passen. Ich sehe sie auch jetzt gerade nicht kommen. Ich glaube, was wir alle machen müssen, ist unsere Armee noch wieder fit machen für die Herausforderungen der Zukunft. Herr Schieder, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.